Liebe Existenzgründer, was sind Ihre 20 häufigsten und auch teuren Fehler bei der Gewerbeanmeldung? In diesem Blog möchte ich Existenzgründern einfach zeigen, 20 Tipps, mit denen Sie einfach eine fehlerfreie Gewerbeanmeldung hinbekommen. Und die werde ich ja mit Ihnen dann auch in dem anderen Kurs dann noch machen. Ne? Genau, also Existenzgründer fragen, ich antworte die 20 häufigsten teuren Fehler. Und jetzt gucken wir gleich mal rein. In Beratungen stelle ich fest, dass immer die gleichen Fehler gemacht werden. Und deswegen habe ich mal hier die 20 häufigsten Fehler zusammengestellt, um sie gleich mit 20 Tipps einfach wieder zu eliminieren und gleich wieder mit 20 Tipps zum gleich neutralisieren. Erster Fehler ist Verschweigen. Sie ordnen Ihre Tätigkeit in dem Meldebogen, das gucken wir uns ja dann noch an in dem anderen Kurs. Sie ordnen einfach Ihre Tätigkeit falsch ein und Sie möchten irgendwelche gewerblichen Tätigkeiten verschweigen. Weil Sie einfach sagen, auch wenn ich die gewerblichen Tätigkeiten verschweige, dann muss ich ja auch nicht ins Gewerbeamt, muss ich keine Gewerbesteuer zahlen und so, bin ich ganz, ganz toll. Ehrlichkeit, Gründlichkeit ist Trumpf. Seien Sie ehrlich und seien Sie gründlich. Lassen Sie zwar die Kirche im Dorf, gehen Sie besonnen an die Prüfung Ihrer Anmeldepflicht heran, aber grundsätzlich ist erstmal, also die Mission ist erstmal, der Mindset ist erstmal ehrlich rangehen und nichts verschweigen. Denn, und das ist der zweite Fehler, wenn Sie Ihre Tätigkeiten als etwas darstellen, was Sie gar nicht sind, wenn Sie sich zum Beispiel als Holzkünstler hier sozusagen in der Gewerbeanmeldung auch mal als Schreiner eintragen, weil Sie sagen, ich mache auch ganz viel Schreinertätigkeit, weil ich ja so viele Sachen mache und Sie haben auch vielleicht noch eine Lehre drin gemacht, aber kein Meister zum Beispiel, dann werden Sie nicht nur Gewerbeanmeldepflichte, sondern müssen auch noch in die Handwerksrolle, müssen vielleicht noch einen Meister machen. Also da muss man ganz doll aufpassen, was macht man wirklich, und dort brauchen Sie eventuell auch nochmal einen meiner anderen Blogbeiträge, einfach reinschauen, was ist überhaupt ein Handwerk und so, ne? Das gucken wir uns dann nochmal an. Also Tipp für mich hier an dieser Stelle ist ganz klar, Tätigkeit genau durchprüfen. Machen Sie sich auch in Ihrem Einzelfall kundig. Gehen Sie meinetwegen zu Beratern, wenn es nicht ganz eindeutig ist, was Sie dort ganz genau machen. Das ist eigentlich selten der Fall, aber manchmal muss man auch gucken, wie haben andere das gemacht, was haben die in der Gewerbeanmeldung reingeschrieben. Also dort gibt es ganz, ganz viele Einzelfälle, aber ich sage mal, 90% der Fälle ist normal, aber wenn Sie zu den 10% gehören, wo man zum Beispiel aufpassen muss, wenn Sie zum Beispiel Holzkünstler sind und eben noch nicht schreinerisch tätig sind, wo ist denn da der Unterschied? Das müssen wir uns nochmal anschauen, gerade in Abgrenzung zum Handwerk. Ne? Okay, passen Sie also auf, dass Sie das richtig, Ihre Tätigkeit genau angeben, was Sie dort also machen, damit Sie, gucken Sie sich einfach das dann auch an meinen Blogbeiträgen. Drittens, Veränderung übersehen. Das heißt, Sie übersehen, dass Ihre Tätigkeit vielleicht anfangs nicht gewerblich ausgeübt wurde, dann aber sozusagen in die Gewerbetätigkeit reingerutscht ist. Mein Tipp: Überprüfen Sie sich jährlich einfach mal. Gucken Sie nochmal zurück. Okay, wir sind in der Gewerbe angemeldet. Prüfen Sie einmal jährlich, auch wenn Sie gerade, was weiß ich, fürs nächste Jahr planen, was Sie jetzt alles vorhaben, welche neuen Produkte Sie reinnehmen, wenn Sie Ihre Steuererklärung machen fürs letzte Jahr oder so. Ne? Fragen Sie einen Steuerberater und zwar, hat sich irgendwas Wesentliches hier geändert? Sollten wir dem Gewerbeamt das vielleicht mitteilen oder sollten wir irgendwie besondere Behörden, sollten die das wissen, dass ich das und das jetzt mache? Wenn Sie zum Beispiel ganz viele Emissionen jetzt machen oder wenn Sie jetzt in neue Bereiche gehen und irgendwie im reisendes Gewerbe sind oder wenn Sie mehr handwerklich tätig sind, das müssen die entsprechenden Behörden wissen, das muss das Gewerbeamt dann auch wissen und dann können die nämlich die weiteren Sachen veranlassen. Vierter Fehler. Sie wissen gar nicht, worüber ich hier eigentlich so richtig spreche. Die Begriffe sind nicht bekannt. Zum Beispiel wissen Sie gar nicht, was ein anmeldepflichtiger Beruf ist und was ein anmeldefreier Beruf ist, also nicht anmeldepflichtig, was zum Beispiel freie Berufe sind oder Tätigkeit der Urproduktion. Sie verschenken damit die Möglichkeit, wenn Sie nämlich dazu gehören, Gewerbesteuer zu sparen und auch Sozialversicherungsbeiträge. Also das müssen wir uns mal angucken. Was sind denn Freiberufe? Wann sind Sie freiberuflich, wann sind Sie es nicht? Und vielleicht ist auch ein Teil Ihres Unternehmens gehört zur Landwirtschaft, zur Urproduktion. Für den Teil bräuchten Sie dann eben keine Gewerbesteuer zahlen und keine Sozialversicherungsbeiträge. Also erkundigen Sie sich bitte hier, was sind freie Berufe, und erkundigen Sie sich in meinen Blogs zum Beispiel über den freien Beruf oder auch über Landwirtschaft. Fünfter Fehler. Sie kennen Begriffe, aber die werden falsch interpretiert. Sie legen zum Beispiel die Fachbegriffe des Gewerberechts gar nicht entsprechend der Rechtslage aus. Zum Beispiel, was ist denn eine private Tätigkeit? Sie sagen, ah ja, ich mache doch alles nur privat hier, ne? Das ist gefährlich. Sie müssen die Abgrenzungskriterien kennen und Sie müssen wissen, wann ist etwas tatsächlich private Tätigkeit und wann ist es schon gewerblich? Also diesen Übergang müssen Sie kennen. Dazu mache ich Ihnen auch einige Blogs, ne? Das finden Sie dann hier in meinen Blog raus, wo es geht zum Beispiel, wann haben wir einstmals eine private Tätigkeit, wurde dann plötzlich doch gewerblich und müssen sie eintragen. Sechster Fehler.
Sie haben Mischentätigkeiten. Sie haben eine gewerbliche Tätigkeit, zum Beispiel als Amazon-Seller, und üben noch zusätzlich eine weitere freiberufliche Tätigkeit, zum Beispiel als Blogger, aus. Da wird natürlich auch auf dem Amazon-Business Bezug genommen, zum Beispiel durch irgendwelche Affiliate-Links. Hier geht's los. Hier müssen Sie einfach aufpassen, wenn Sie solche verschiedenen Tätigkeiten machen, müssen Sie unter anderem Steuerfachleute fragen und zum Steuerberater zum Beispiel auch mal klären, ob hier vielleicht beide Tätigkeiten separat den Behörden, separat den Finanzämtern zu melden ist und auch separat abzurechnen. 7. Fehler: versehentliche Zerstörung des nicht gewerblichen Status. Es kann hier also schon ein bisschen auch schlimmer kommen. Was heißt das? Naja, wenn Sie bestimmte Tätigkeiten, nehmen wir es runter, zum Beispiel als nicht anmeldepflichtiger Freiberufler machen, dann kann es auch sein, dass Sie auch bei den Einkünften aus einem freien Beruf gewerblich und damit anmeldepflichtig werden. Zum Beispiel, wenn kreative Leistungen, wie zum Beispiel Bloggen, mit dem Verkauf von Produkten im gleichen Segment vermischt werden. Das heißt, Sie zerstören dann für Ihr gesamtes Unternehmen den nicht gewerblichen Status, den Sie zum Beispiel bei kreativen Leistungen als freiberuflicher Blogger hätten. Also achten Sie bitte auf klare Trennung. Organisieren Sie Ihren Betrieb in Absprache, zum Beispiel mit Ihrem Steuerberater oder mit Ihren Rechtsberatern, dass Sie eine klare Trennung von anmeldefreien künstlerischen Tätigkeiten haben, wenn das möglich ist. Und ansonsten, ja, melden Sie beide Tätigkeiten an und legen den Betrieb gleich insgesamt zusammen. Auch das kann eine Lösung sein. Aber Sie sollten jetzt hier mal sensibilisiert werden, ne? Ja, nächster Punkt: Grundlagenvorschriften sind nicht bekannt. Alles das, was Sie uns sagen, Herr Richter, das muss da irgendwo stehen. Genau, das ist der Fehler 8. Genau, Sie müssen die wichtigsten Grundvorschriften kennen. Wenn Sie das nicht kennen, dann kann man Ihnen alles erzählen, kann man alles Ihnen vormachen und Sie fühlen sich auch unsicher. Sie sollten zum Beispiel erkennen, dass handwerkliche Tätigkeiten nach der HWU auszuüben sind, zum Beispiel Handwerksordnung. Und die müsste man dann kennen. Dort gibt es ein paar verschiedene Anlagen, müssen Sie reingucken, müssen gucken, das mache ich mit Ihnen auch in den entsprechenden Blogbeiträgen. Ja, zu welchem Tätigkeit können Sie gehören und vielleicht sind Sie handwerklich tätig und wann ist es aber auch vielleicht freie, nicht der Handwerkskammer, nicht der Handwerksrolle eintragungspflichtige Tätigkeit. Muss man gucken, was Sie genau machen. Vielleicht müssen Sie manchmal auch Ihre Tätigkeiten steuern und sagen, okay, wenn ich das jetzt noch dazu nehme, macht das Kosten, muss ich in der Handwerksrolle, muss eine Zusatzausbildung machen, dann lasse ich das lieber, dann gehe ich in diesen Marktbereich vielleicht gar nicht rein. Die sogenannten Hintertürchen der Gesetze sind nicht bekannt. Sie kennen die Hintertürchen der Gesetze nicht. Deswegen, Tipp 9, kennen Sie einfach, schauen Sie in die Gesetze rein, schauen Sie einfach, wo sind Ausnahmen. Zum Beispiel den handwerklichen Tätigkeiten, das gerade eben schon angesprochen, da gibt es zulassungsfreie Tätigkeiten, da kommt man um die Meisterpflicht herum. Das weitere Problem ist, Sie kennen die Beteiligten nicht, die ganzen Behörden, die dann auf Sie zukommen könnten als Existenzgründer. Sie müssen sich eine Liste machen. Stellen Sie alle zu beteiligten Personen zusammen und lassen Sie die wirklich nicht aus, weil die kommen hinterher auf Sie zu und können den ganzen Betrieb aufhalten und dicht machen. Also, es ist wichtig, immer zu wissen, wo sind die Leute, die für Sie zuständig sind, welche E-Mail-Anschriften, welche Ansprechpartner, und zum Beispiel einfach in der Excel-Liste aufschreiben, dann haben Sie die, wenn irgendwelche Fragen sind. Wenn Sie nun die Beteiligten wissen, und manchmal gehen Sie zu den Falschen, Sie melden sich bei der falschen Behörde an. Genau, in meinem Anmeldebogen ist also eine Frage auch in den Kurs dazu, zum Ausfüllen der Gewerbeanmeldung, dass Sie die Zuständigkeiten klären. Sie müssen also auch wissen, was für Aufgabenbereiche hat welcher Sachbearbeiter und welche Fragen können Sie denen stellen. Zum Beispiel die Eintragung in dieser Excel-Liste, einfach Notizen machen, auf Bescheiden, wer war gut und mit wem konnten Sie was anfangen. Wenn Sie die Beteiligten jetzt alle haben zusammen, kann es manchmal sein, dass Ihnen einfach jemand fehlt. Sie melden sich bei einer Behörde an, arbeiten dann aber nicht mit weiteren zusätzlich zu konsultierenden Behörden zusammen, zum Beispiel mit Berufsgenossenschaften und Handwerkskammern. Also, es gehört einfach dazu, dass Sie eine komplette Liste haben. Fragen Sie zum Beispiel bereits angesprochene Beteiligten, wo Sie sich schon angemeldet haben. Und wo sollten wir noch hingehen? Was würden Sie sagen? Bei meiner Tätigkeit, die ich ausübe, was empfehlen Sie mir? Wen haben wir denn da sonst noch? Ein weiterer Fehler ist, dass manche sagen, oh, Gewerbeanmeldung lassen wir gleich weg, da sind kommen ganz große, hohe Kosten auf mich zu. Ja, manche glauben nämlich, es ist billiger, sich nicht anzumelden, um Geld und Zeit zu sparen. Tja, und sie hoffen, dass das Gewerbeamt sie vergisst. Nein, vergessen Sie nicht die Geldbußen. Wenn Sie sich nicht rechtzeitig anmelden, gibt es Geldbußen. Das können Sie vermeiden. Sie haben einen geringeren Zeit- und Kostenaufwand, wenn Sie jetzt einfach schnell mal sich hinsetzen und mit mir die Gewerbeanmeldung dieses Thema einfach mal erschlagen und einfach mal durchführen. Manche sagen, ach, Herr Richter, das dauert viel zu lange, lange Bearbeitungszeiten. Außerdem, Sie haben gerade zu viel Zeitdruck, Sie schaffen das alles nicht. Gut, also ein ordnungsgemäßer Existenzgründer plant einfach die Bearbeitungszeit mit ein.
Erkundigen Sie sich vor Ort bei dem Gewerbeamt, das für Sie zuständig ist, wie lange dauert das? Haben Sie einfach eine zeitliche Pufferzone und verlangen Sie vielleicht eine beschleunigte Bearbeitung, weil Sie jetzt schnell losmachen wollen, weil Sie das ganz schnell brauchen? Genau, und meistens sind die Bearbeitungszeiten für Gewerbeanmeldungen, meistens sind sie gar nicht so lang. Ja, zu frühe Anmeldung. Also wenn Ihr Unternehmen noch gar nicht läuft, dann muss man allerdings sagen, wenn Sie noch gar keine Einkünfte haben, dann ist es vielleicht mal ratsam, dies vielleicht nicht gleich als Haupterwerbsbetrieb anzumelden. Es drohen dann vielleicht nämlich Mindestbeiträge in der Krankenrentenversicherung und vielleicht auch in den Kammern. Also Sie müssen einen Steuerberater einfach fragen. Überlegen Sie in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, ob Sie Ihre Tätigkeit erstmal als Nebenerwerb also gründen und sozusagen in der Gewerbeanmeldung auch so angeben. Oder vielleicht auch, wenn Sie noch gar nicht so richtig angefangen haben, aber noch gar nicht so richtig läuft, den richtigen Zeitpunkt muss man sich anschauen. Also zu früh darf man nicht anmelden. Und wenn Sie im frühen Stadium sind, gehen Sie erstmal als Nebenerwerb rein und dann machen Sie es eventuell zum Haupterwerb. Überhaupt, Sie merken schon, unorganisiertes Vorgehen ist tödlich. Sie gehen unorganisiert vor, zum Beispiel haben Sie sich jetzt mal diese Blogbeiträge angeguckt und hören dann einfach wieder auf. Fangen später mal wieder an, vergessen, dass es einfach schneller in einem Rutsch geht. Arbeiten Sie einfach mit meinen Checklisten, die Sie auf den Seiten finden, und ergänzen Sie dann die Listen noch um eigene Punkte und dann vergessen Sie einzelne Schritte nicht. Also zum Beispiel Ihre Prüfung, ob Sie einen freien Beruf haben oder ob Sie eine sondererlaubnispflichtige Tätigkeit haben. Was ist denn das schon wieder? Da gucken Sie meinen Blogbeitrag an. Können Sie einfach abhaken dann und mit den richtigen Checklisten auf richterschema.de. Dann kommt das Anmeldeformular irgendwann mal auf Sie zu und das müssen Sie natürlich richtig ausfüllen, aber das zeige ich Ihnen. Ich gehe Ihnen Punkt für Punkt meine Anmeldung durch und dann können Sie gleich mal über die Schulter gucken. Es kommt immer wieder vor, dass falsche Angaben zur Person gemacht werden, zum Gewerbe, falsche Rechtsverhältnisse, zu den Tätigkeiten, falsche Begriffe, falsche Produkte. Es kommt dann zu Bußgeldern auch, wenn Sie dann einfach anfangen. Ne? Der Anmeldeprozess verzögert sich. Machen Sie sich vor der Anmeldung kundig, was, wo und wie in dem Formular angegeben und nicht angegeben werden muss. Ne? Dabei passen Sie bitte auf, die Angaben manchmal nicht zu eng, aber manchmal auch nicht zu weit. Also nicht zu schludern, aber auch nicht zu penibel zu sein. Versuchen Sie nicht, Angaben zum Beispiel zu Ihrer Tätigkeit zu eng zu fassen, also alles ganz genau aufzuschreiben und ja, natürlich machen Sie Handwerk, natürlich machen Sie hier irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen. Ne, dann engen Sie sich später mal ein, wenn Sie das vielleicht noch gar nicht vorhaben. Warten Sie manchmal auch ein bisschen ab. Erweiterung müssen Sie natürlich nachmelden, das darf natürlich auch nicht vergessen werden, aber man darf es auch nicht zu weit fassen. So zum Beispiel, dass Sie sagen, oh nee, wenn ich das eingebe, dann brauche ich irgendwelche Sondererlaubnisse, die von mir verlangt werden. Also, angemessene Formulierung finden, gucken Sie sich ein bisschen mal meine Beispiele an, gucken Sie auch an, so was andere so machen. Also, recherchieren Sie ein bisschen im Internet, lassen Sie sich auch persönlich beraten. Wichtig ist auch, dass Sie die richtigen Anmeldeformulare haben. Keine unvollständigen Beiblätter und auch nicht irgendwelche nicht passenden Nachweise. Ne? Also Dokumentencheck durchführen. Checken Sie vor dem Absenden, ist das alles aktuell vollständig und wirklich wahr und echt. Ne? Können Sie in meinen Blogbeiträgen auch sehen. Genau. Ja, nach diesem Blogbeitrag, was empfehle ich Ihnen? Also gehen Sie das konkret für Ihr Unternehmen durch. Notieren Sie die entsprechenden Aktionen. Machen Sie diese Excel-Tabellen oder also die Listen mit den ganzen Beteiligten. Sehen Sie sich weiterhin Videos an, um sich das notwendige Rechtswissen anzueignen. Gehen Sie die Checklisten durch und auch meine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ne, die gehen Sie auch durch. Melden Sie sich dann erfolgreich mit mir an. Und wenn Sie noch Fragen haben, fachkundige Berater finden Sie auch auf meinen Seiten und prüfen die Ergebnisse. Und tja, ganz zum Schluss noch eine Bitte, wenn Sie noch ein paar Fragen haben, ich brauche immer noch Input, geben Sie mir irgendwelche Anregungen, schreiben Sie das in einen Kommentar rein und passen Sie bitte auf, ich gebe Ihnen natürlich nur ganz allgemeine Angaben und Sie müssen manchmal die Inhalte auf sich zuschneiden, ne? Also deswegen müssen Sie auch manchmal noch juristische Partner auch noch kontaktieren. Gut, danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich freue mich auf Sie in den nächsten Blogs und auch an den Anmeldekurs zum Beispiel und ja, Richterschema, und das ist unsere Community.